Moin Leute, wisst ihr, was das Beste am Skiurlaub ist? Das frühe Aufstehen. Übel nice. Herzlich willkommen zu Skiurlaub. Ich gehe. Ja, es ist früh. Sehr früh. Skiurlaub, beste. Schön zum Erholen. Ich hoffe, euch gefällt der Vlog. Ich muss erstmal klarkommen und gucken, in welchem Universum ich aufgewacht bin. Ja, wir haben 8.36 Uhr. Normalerweise stehen wir um 7.30 Uhr auf für Frühstücken. Der Verein wird hier represented. Sonnenbrand ist auch noch okay. Ich bin zufrieden. Am Gesicht kann man leider eh nichts mehr retten. Das ist ja das Frühstück übrigens. Relativ simpel gehalten, aber reicht aus. Frühstück der Champions. Ja, das war das Frühstück. Sehr, sehr nice. Schlicht, aber funktioniert. Ich würde sagen, ich mache eine ganz kurze Mini-Room-Tour. Das ist das Badezimmer. Ne? Das wichtige Parfüm. Dusche. Scheißhaus. Toilette. Sorry, Mama. Ja, und dann ist hier halt eine Bombe eingeschlagen. Also es ist relativ klein. Immerhin, aber Einzelzimmer finde ich ganz cool. Mein OOTD besteht aus lange Unterhose, Hose, T-Shirt, Pulli, so ein Muscle-Shirt von Dope. Und dann noch so eine Jacke, auch von Dope. Die Marke seid ihr übrigens ultra individuell unterwegs. Die trägt wirklich keiner auf dem Skigebiet. Da seid ihr wirklich der Hingucker schlechthin. Da noch so ein Schlauchschal, da kommt noch ein anderer Schlauch drüber. Helm und so ist im Depot in Ischgl. Und ja, springen wir da mal rein. Zack. Yeah, yeah. Mir ist warm. Mir ist scheiße warm. Jetzt geht's los. Wenn euch der Vlog gefällt, lasst eine positive Wertung, kostet das Abo, da würde ich sehr drüber freuen. Vor allem, wenn ihr mehr Vlogs sehen wollt, dann knallt mal den Like-Button nach oben, würde mich sehr drüber freuen. Und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr auch Ski fahrt und wenn Ski oder Snowboard. Denn da habe ich gleich auch die erste Frage zu. Aus dem FAQ. Wir machen nämlich heute ein FAQ. Habe ich es schon gesagt? Das nennt man Kaiserwetter, meine lieben Damen und Herren. Kurze Vorstellungsrunde. Das ist Annika, meine Schwester. Das ist Ralf, mein Vater. Und mein Vater hat tatsächlich die andere Schulter, ne? Hier. Aber kommt schon sehr hoch. Leider vor 4 Monaten im Skiurlaub, wo er wirklich nichts dafür konnte. Das war ein Hubbel und dahinter war kein Schnee. Ne? Also Schlechte Pistenpräparation. Und ist dann in so ein Loch ohne Schnee gefallen und dann halt voll auf die linke Schulter. Und im zarten Alter bricht die dann. Und er hat es aber trotzdem geschafft, mit viel Physiotherapie und viel Üben und viel Quälerei hier heute auf dem Board zu stehen. Deswegen da schon mal in die Kommentare schreiben. Stark Ralf, super Ralf. Daumen nach oben. Er würde sich freuen. Und bei dieser wunderschönen Aussicht wird die erste Frage beantwortet. Und zwar hat Timo gefragt, wann es mal wieder leicht bekleidet die Piste runtergeht. Die beiden Experten waren dabei. Ich bin einmal eventuell in Unterhose die Piste runtergedüst. 13. Januar 15.43 Uhr. Here we go. Let's go! Ist der Kick auf wie vor Leib! Da war ich aber noch jung und naiv und brauchte Geld. Das Video hatte, glaube ich, noch nicht mal knapp 1000 Aufrufe. Das machen wir heute nicht. Ihr habt ja früher mitbekommen, wie ich gevloggt habe. Viele fragen sich immer, wie peinlich war euch das? Also ich habe ja früher wirklich extrem rumgeschrien auch so. Ich weiß noch, als wir einmal in Holland waren, was machst du mit deinen Händen? Ich habe mich immer erschrocken. Aber also wie unangenehm war das? Also war es schlimm oder war es aushaltbar? Oder hat man so weggeguckt und versucht, das zu vergessen? Es war sehr schlimm. Aber also wenn ich mir das jetzt im Nachhinein angucke, das war schon wirklich sehr, sehr schlimm. Ihr habt hier noch mal ein paar Ausschnitte, aber anschneiden, es wird unangenehm. Annika! 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 Au! 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 Annika! 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 Wer kommt zum Training overdressed? Anthony Modest! Wer gibt Donald Trump den Rest? Anthony Modest oder vielleicht auch Annika! Kurzes ZF zum Thema Döner unten am Panapadatschgradbahn. War eine solide 1 von 10, oder? Maximal. Hier ist ein Bild eingeblendet. Schwierig, aber dafür teuer. Ne? Ab nach oben. Ah, schaut euch das mal an, meine lieben Damen und Herren. Und? Hat's geklappt? Ja, mal gucken. Mal gucken. Wir haben jetzt hier noch so Rutschedinger, damit wir nicht. Achtung! Rutschen. Und wenn ich mir jetzt hier meine Füße zu mache, nächste Frage. Wie ist das Verhältnis zwischen Skifahrern und Snowboardern? Am Anfang fand ich es schlimmer. Ich habe mich am ersten Tag auch richtig mit einem Skifahrer angelegt. Die einfach im Weg stehen nach Ziehwegen, das ist ein wirkliches Problem. Aber es ist besser geworden, oder? Ja. Ich glaube, man muss einfach beides gefahren sein, um es gut nachvollziehen zu können. Nee, Skifahrer sind scheiße. Und damit zurück ins Studio. Alright, erste Abfahrt. Let's go. Dann fahren wir mal ein bisschen. Thank you.
Auf der Piste, nächste Frage. Wie schaffe ich es abzuschalten, wenn ich die ganze Zeit mich um Videos kümmern muss, Vlogs, Streams und so weiter im Urlaub? Tatsächlich schwierig. Anfang dieses Urlaubs war sehr, 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 sehr schwer, weil ich mich um Streaming-Rucksack gekümmert habe und die einzige Freizeit, die ich hatte im Urlaub, zwischen Essen gehen und fertig mit Skifahren, habe ich damit verbracht, den Streaming-Rucksack einzustellen. Aber es hat leider nicht funktioniert. Das hat mich mega gestresst. So einen Vlog machen ist für mich kein Thema. Und macht auch Spaß. Aber es ist, wie man so oft sagt, selbst und ständig, Freunde. Das ist immer so krass. Ich weiß nicht, ob man es noch sieht. Da hat einfach einer nur eine Sonnenbrille auf. Das ist mein Vater. Moin. Und ich finde das so krass, wie man ohne Helm, nur mit Sonnenbrille, nicht nur weil es kalt ist, sondern weil es so gefährlich Skifahren kann. Schreibt mir die Kommentare. Wenn ihr Ski oder Snowboard fahrt, tragt ihr Helm oder nicht. Wir machen jetzt ausnahmsweise mal die Talerfahrt zur Mittagszeit, weil die da relativ leer ist. Und ich höre die ganze Zeit ein Lied. Das ist ein Guilty Pleasure. Ich singe das einmal kurz vor. So, und jetzt zeige ich euch was, wo ich mich das erste Mal in meinem Leben fast mit einem Skifahrer geschlagen habe. Das ist kein Witz. Hier ist ein Skiweg. Schaut mal, hört mich, ja? Ein sehr schmaler Skiweg. Und da hinten müssen fast alle hin. Nicht hier runter, okay? Und das ist kein Witz. Der Typ stand mit seiner gesamten Familie und Freunde hier in einer Reihe. Alle parallel nebeneinander. Dann bin ich an denen vorbeigerauscht. Haben die gerufen so. Hey! Und ich so zurück. Ja, wie steht ihr denn? Macht doch mal Platz. Ist sie mir hinterhergefahren. Habe ich mich genau dahin gestellt, weil ich richtig Bock hatte, mich zu streiten mit diesem Idioten. Dann haben wir uns hier so dermaßen angeschnauzt, das glaubt ihr gar nicht. Und wenn ich dich noch einmal sehe, ich so, was an was? Wirklich, wie die letzten Idioten. Also so krass hatte ich das auch noch nie, aber ich war so sauer in dem Moment. Und er hat auch einfach gar nicht gecheckt, was der falsch gemacht hat, überhaupt nicht. So wie zum Thema, wenn du das siehst, du bist ein Arsch. So, der selber doof. Fahrerfahrt geschafft, check. Sehr, sehr gut. Wir sind jetzt unten, denn unser Herr Vater möchte sich neue Snowboard-Boots kaufen. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Ich sag mal so, da gibt's so das ein oder andere Gelenk in der Mitte der Beine, auf beiden Seiten. Ja, die manchmal nicht mehr ganz so mitarbeiten, wenn es Richtung Rente geht. Habe ich gut formuliert, oder? Ja. Und deswegen will er sich neue Boots holen. Wir haben nämlich jetzt auch welche ausgeliehen, die so ein bisschen härter sind. Und warten, dass er mit der Gondel runterkommt. Denn vielleicht ist er aber auch schon da. Wir sind diesen Urlaub vorsichtig. Mick hat gefragt, ob die Streamer-Kollegen, die ich habe, Freunde oder eher wirklich so Streamer-Kollegen sind. Und außer Floyd bin ich eigentlich echt mit allen gut befreundet. Würde ich schon sagen. Es ist Mittag. Das sieht ja Banger aus. Schreiben, Ty Curry. So, jetzt kommen wir hier zum wichtigen Thema. Welches Bier würdet ihr wählen? Radler, Koronski, Pilz. Ganz viele Leute lieben ja Weißbier, ne? Oder Weizen. Boah, nehmen wir Koronski. So, das ist der Mittagstrunk. Ich habe kein gezapftes Pilz gefunden. Muss man wahrscheinlich da drin, oder? Da ist ja so eine Bar. Ich dachte, das sei da die Raucherbar. Nee, da gibt es auch gezapftes Pilz. Stößeli. Auf uns und so, ne? Stößchen. Oh, oh. Schade. Oh, oh. Alles gut. Wir machen einen Geschmackstest. Stabile 8 von 10. 8,5 sogar. Und in dieser wunderschönen Kulisse. Nächste Frage, Babul, wie lange ich schon Snowboard fahre? Also mit 3 habe ich hier angefahren. 20 Jahre. Also mit 3. Aber du hast ja nicht Snowboard. Ich bin 6. Also, es war nur ein Corona, ich schwöre. Ich sag gerade, ich war 23. 20 Jahre. 6, okay. Seit 20 Jahren fahre ich Snowboard. Und wenn wir schon dabei sind, ich erinnere mich an meine allererste Kurve. Das weiß ich wirklich ganz genau. Ich bin gefahren, habe mich total aufs Maul gelegt und dachte halt, mein Vater ist enttäuscht, dass ich es nicht hingekriegt habe. Aber er kam strahlend mir hinterhergefahren und hat gerufen, deine erste Kurve bist du gefahren, super. Immer die schwerste. Das hätte ich nie vergessen. Pädagogisch ganz hochwertig. Nein, das war eine gute Kurve. So, es war eine gute Kurve. Wir machen uns wieder fertig. Und ich werde jetzt einmal zum Funpark fahren und euch den Funpark in Ischgl zeigen und danach die steilste Piste im Skigebiet hier zeigen. Die sogenannte lange Wand. Ich meine, sie hat 74% Steigung. Abfall. Ist es Abfall? Nein, sowas gibt's nicht. Verfall? Verfall. Müll. 74% Müll. Steigung. Gefälle. Steigung. Gefälle. Eine Müllsteigung. Gefälle. Ich habe viel zu viel gegessen. Curry, kein gutes Essen. Ja, da ist er da. Macht er gut. Profi-Snowboarder werden. Ja.
Ich bin mal so wie jetzt quasi nach der Pause. Bin ich immer alleine im Funpark gefahren den ganzen Tag. Als kleiner Bub, der noch Träume hatte. Und hab dann immer versucht, Tricks zu üben. Ich habe mich nie krass verletzt, außer einmal bin ich von so einer großen Schanze gesprungen. Auf meiner linken Arschbacke gelandet. Und bis heute, wenn ich da irgendwie berührt werde oder da irgendwie drauf komme, zwiebelt es total. Unangenehmes Gefühl. Aber zum Arzt. Nee, alles gut. Ich hab's früher immer echt versucht, immer gehofft, aber ich sag dir ehrlich, was passiert. Ich spring da drauf mit einem 50-50, ich kenne mich ja grob aus, rutsche über die Frontside weg und knall mit dem Schienbein volle Kanne auf das Teil. Skiurlaub vorbei. Die nächste Frage dann von Daniel. Wie kriege ich Sport, Beruf und Freundin unter einen Hut? Ihr könnt euch gerne dazu mal meinen Vlog anschauen, Ein Tag im Leben eines Streamers. Da hat man einen ganz guten Einblick bekommen. Eigentlich habe ich abends halt auch immer genauso wie jeder andere Berufstätige frei, mehr oder weniger. Und kann da dann Zeit mit meiner Freundin verbringen. So sieht es quasi auch bei mir aus. Alter, Frontslide oder so. Aber Kracher, oder? Sieht so cool aus, da unten einer. Alter, er macht die ganze Zeit so Frontslides. Stark. Oh, stabil. Das ist so krass, genau da wollte ich dann auch immer früher sitzen. Und bei den coolen chillen und so rückwärts halten können und so. Hier spielt übrigens Sido. Leider verpassen wir den. Der Ostermontag und wir fahren am Samstag vor Ostersonntag leider schon nach Hause. Sie hätte ich sehr gerne live gesehen. Ich bin ein richtiger Reiseführer hier in Ischgl gerade, oder? Das ist meine Hut, meine Area, meine Straße. So, jetzt zieht euch das mal bitte rein. Das ist die lange Wand. Das sieht schon von unten dermaßen steil aus. Wartet mal ab, bis wir oben sind. Ich meine, das ist ja jetzt schon nicht gerade nicht steil, ne? Aber das. Junge, Junge, das ist die Berufskarriere von allen Warzone Deutschland-Influencern. Nice. Und zwar steil, bergab. Ich habe nochmal gegoogelt, 70% Gefälle auf der langen Wand. Ja, also damit glaube ich das höchste oder ziemlich sicher das höchste Gefälle einer Piste in Ischgl. Und genau da habe ich mich damals auch richtig, ich glaube deswegen, kann das sein, dass sie deswegen wehtut, für zweimal volle Kanne auf meine Arschbacke geknallt. Naja. Ratsch, ratsch. Wenn du da einmal wegfitschst, ne? Ab nach unten. Alleine wie man das schon, also man hört es schon, ne? Ratsch, ratsch, dumm, de dumm. Soundeffekte kann ich. Einzelchat. Wow. Schaut euch das mal an, Freunde. Okay, Motto des Tages, rein. Also die Piste ist echt nicht ohne, aber auch geil. Ich hatte gerade übrigens meinen Gimbal hier kurz dran, hast dann wieder abgemacht. Die ganze Zeit jetzt aus der Hand gefilmt. Und wenn die Aufnahmen nice sind, dann lasst ihr erstmal eine positive Wertung da und schreibt in die Kommentare. Super Phil. Nach Super Ralf, Super Phil. Nach der Talabfahrt, Freunde. Und jeder weiß eigentlich, was jetzt kommt. Jawohl. Ah, es ist soweit, Freunde. Warte mal, ich muss mein Geld wegholen. Oh, ja, ich wusste nicht, dass du so viel Geld hast, I'm sorry. Es dauert immer ein bisschen. Ich hier für meinen Bruder die ganze Zeit bezahlt. Ja, das habe ich bezahlt. Nein, Anni hat bezahlt. Tschüsschen. Stößeli. Ach, schön, 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 Freunde. So, Stößchen. Das war ein erstes Bier. Mein Vater hat gerade das schönste Bild aller Zeiten von mir gemacht. Hier eingeblendet. Das beschreibt mein Leben sehr gut. Der Vibe, Freunde, der Vibe. Spürt ihr den Vibe? Der Vibe ist da. Nächste Bestellung. Nehmen wir den Grey Goose, oder? Machen wir aber zweimal. Weil ohne Beigetränke. Das ist schon geil. Ohne Beigetränke einfach. Hallo? Das ist mein erstes Bier. Bei dieser schönen Kulisse nächste Frage. Wie haben Angel und ich uns kennengelernt? Wir gehen seit der 7. Klasse in eine Parallelklasse und sind, glaube ich, dann 2013 zusammengekommen. Dieses Jahr am 2. Mai 10 Jahre. Ich glaube, war richtig. Schatz, ich weiß das. Ist auch ein wichtiges Zwischenwasser mal, Leute. Man achtet ja auf die Ernährung. Schön gezapft von meinem Vater da auch, nicht schlecht. Was war da los? Das ist ja übel leise hier. Bin ich gerade da auf der Toilette, ich spreche mich eine an, brauchst eine Auszeit von den Warzone-Lobbys.
Was geht, wie heißt du? Alex, hi, grüß euch. Alex, willst du mal grüßen? Naja, alles gut. Keine Ahnung. Alles gut. Warzone 1 oder Warzone 2? Warzone 1 auf jeden Fall. Ja, ja, schwierig, 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 schwierig. Sehr freundlich, Dankeschön. Wunderbar. Das war's doch, oder? Es ist noch da. Eine positive Bewertung wird rausgegeben, oder? Ja. Aber doch 5 Sterne für den Kuhstall? 5,5. Ui! Oh, ui! Wow. Aber nur weil wir früh da waren, muss man auch sagen. Wir hatten Tisch. Da noch mal kurz festhalten: 15.30 Uhr. Gerne hier schon sein, weil dann bekommt man einen länger Tisch, da ist noch frei. Und dann füllt es sich minütlich. Also, wir hatten sehr, sehr Glück. Für alle, die jetzt noch hier hinkommen und wir für das nächste Jahr auch, 15.30 Uhr, super Zeit. Sportfreunde Stiller, ich habe euch ja heute vom Sido-Konzert erzählt. So sieht das dann aus, wenn man vor Ort ist. Nächstes Mal gucken wir, wer da ist, weil Sido hätte ich gerne gesehen. Okay, verstanden. Ja, okay. Alles für die Kinder. Ja, alles für die Kinder, besser ist. Also, Freunde, grüß aus. Da sind wir wieder da. Na gut, wir sind im berühmten Villa einkaufen. Wir gehen heute Abend nicht essen, wir haben vorgesorgt. Für 200 Euro. Bis. Also, warte mal, schätzen jetzt. Ich also, wir haben Kartoffelsalat, 55. Oliven. Du? 40. 40, du? 50. Okay. Nee, wir haben schon 50. Nee, ich habe 55 gesagt, du 40? Okay. 50. Das ist ja nicht nah aus. Dann erhöhe ich auf 45. Okay. 46 Euro hat es gekostet. Ja, mein Vater hat gewonnen. Macher! Macher, wie am Buche steht. Da jetzt auch noch ein bisschen Selbstkritik auch an Ischgl, das Quatsch hier, ne? Die Ortsschilder, das war wirklich klassisch falscher Ehrgeiz. Wie Ischgl es da zu Ende ist. Quatsch! Wir sind ja in einem Hotel, was auch noch zu Ischgl gehört. Hier ist alles noch Ischgl. Quatschig ist das. So, Ischgl geht hier wieder los. Alles gut, wir sind noch da. Super. Also, da ist die gute alte Schildlobby am Start. Mafia. Schildmafia. Wir sind zu Hause angekommen. Wir haben 19 Uhr einfach. So krass, wie schnell der Tag vorbeigeht. Jetzt wird geduscht, sich fertig gemacht und dann gibt es noch ein bisschen Quality Time. Mit der Family! Ja, Dankeschön fürs Bett machen. Kuss. Oh, ich bin fix so fertig. Guten Appetit. Sind wir zufrieden? Super. Live-Geschmackstest? Ja, kann man machen. Hier, Knuspern einfügen. Achso, an Franz hier, das Knuspern einfügen. Nochmal jetzt. Boah, ich habe voll vergessen, Franz alles hochzuladen und ein Outro zu machen. Ich liege jetzt schon im Bett. Ich war jetzt kurz vorm Pennen. Ich muss jetzt noch alles hochladen, damit ihr auch schön den Vlog morgen bekommt. Ja, ach, mein Arsch. In-game. Wenn euch ein Tag in Ischgl oder ein Tag im Skiurlaub gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da, würde mich sehr darüber freuen. Checkt die anderen Vlogs ab, lasst dann ein Abo da, wenn ihr neu auf dem Kanal seid und euch der Content gefallen hat. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Video. Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money. The pressure be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling.